Und was machen wir bei dir? Downtown L.A. Perfekt, wie passend. Genau, und ich will einen dunklen, böse wirkenden Himmel und darunter ein Banner mit einem Songtitel meines besten Freundes. Das wär's eigentlich. Und das Bild willst du? Ja, genau. Mein bester Freund hat es gemacht. Ein schönes Bild. Du bist ein hübsches, junges Girl. Das Tattoo wird sicher cool. Sieht fast wie eine Armbinde von Downtown aus. Ich vergrößere es, soweit es geht. Damit füllen die mehr Platz und bringen auch mehr Details unter. Gib mir ein paar Minuten für den Entwurf. Mach es dir bequem und dann packen wir das Ganze an. Bis gleich. Architektur-Tattoos sind eine Herausforderung, denn jede Linie muss kerzengerade sein. Es muss exakt aussehen wie Downtown L.A., denn bei einem ungenauen Tattoo würde ich sagen, das ist nicht L.A., sondern Fort Worth oder so. Siehst dir an. Ich lasse es sehr weich und rund verlaufen, damit es mehr Räumlichkeit und Tiefe bekommt. Und dann baue ich hier unten noch Schatten ein, damit sich das Ganze mehr füllt und hier etwas weißer wird. Als Kat mir den Entwurf zeigte, dachte ich, dass ich ihn nicht besser hätte machen können. Das Bild sieht genauso aus wie das Foto. Das Spruchband ist wunderschön, einfach perfekt. Wo lebst du in L.A.? In Hollywood. Das ist lustig, wir sind Nachbarn. Ja, ich stehe voll drauf. Ich auch. Es ist großartig hier und wie es auf deinen T-Shirts steht. Ich bin stolz, aus L.A. zu stammen und hier zu leben. Aber ich denke, jeder sollte stolz auf seine Heimat sein. Ja, genau. Und das haben wir versucht rüberzubringen. Als wir mit den Shirts angefangen haben, dachten wir, dass wir nur ein paar an die Leute aus L.A. verkaufen. Aber die meisten haben wir an Leute aus anderen Städten oder Ländern verkauft. Ich habe meine eigene Modefirma gegründet, denn ich wollte T-Shirts herstellen, die zeigen, dass der Träger stolz ist, in L.A. zu leben. Dreh dich bitte um, denn ich möchte die Rückseite deines Arms sehen. Ich glaube, ich bin neidisch auf deinen Arm, wenn ich fertig bin. Warum habe ich sowas nicht? Wo ginge Downtown noch drauf? Richtig weit unten. Das ist cool. Denn ich habe das Hollywood-Schild auf meinem Bauch. Und wenn ich ein Tattoo von der City machen lasse, dann echt da unten. Perfekt. Ich schieb die Bank weg, dann kannst du dich für den letzten Teil setzen. Normalerweise brauche ich für ein Tattoo in dieser Größe nicht so lang. Aber hier habe ich jedes kleine Fenster im Library Tower von L.A., jedes Stromkabel und jede Straßenlampe eingezeichnet. Am liebsten hätte ich noch die Autos untergebracht. Willst du es anschauen? Es ist deins. Ich liebe es. Es ist einfach perfekt. Als Kat fertig war und ich das Tattoo im Spiegel gesehen habe, bin ich fast umgekippt. Die Bäume, die Häuser, die Fenster, all die Details. Ich konnte es nicht fassen. Ich wollte dieses Tattoo schon so lange und es sollte perfekt werden. Und sie hat es hinbekommen. Es ist toll. It's really exciting.